Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Tag. Ja, heute nicht über die Börse, sondern über ein anderes Thema, das mich beschäftigt hat. Und zwar eine Meldung von NTV von gestern. Und da schauen wir gerade mal drauf. China experimentiert mit tödlicher Corona-Variante. Wow, das erinnert uns doch an irgendwas, nicht wahr? Also Versuche an Mäusen. Es befällt das Gehirn, ist zu 100% tödlich, zumindest bei Mäusen. Das finden chinesische Forschende in Untersuchungen zu dem eng mit SARS-CoV-2 verwandten Virus heraus. Doch wie gefährlich ist das eigentlich wirklich? Nun, die Frage stellt sich und dann verschwindet dieser Artikel auch irgendwann wieder und wird auch von den anderen Medien gar nicht groß diskutiert. Das ist so eine Randnotiz, man nimmt das zur Kenntnis. Die Einschätzung der Experten dazu, bei der Studie handelt es sich um einen Preprint, also das wird erst noch untersucht. Und hier soll also erstmal geguckt werden, was ist da überhaupt rausgekommen. Aber hier sagt schon ein Infektiologe an der Universität in London, es ist eine schreckliche Studie, wissenschaftlich komplett sinnlos, aber auf der anderen Seite sehe ich, wie so etwas schiefgehen könnte. Ja, und genau das hatten wir ja, das ist ja schon mal schiefgegangen, ne? Wir hatten ja noch SARS-CoV-2 in Erinnerung, ne? Ist ja noch so ganz brandaktuell, dass mal eben unsere Welt auf den Kopf gestellt hat, dass mal eben unser ganzes Leben durcheinander gewirbelt hat, Millionen Tote am Ende auch gekostet hat. Nun, und jetzt nimmt man so ein Experiment mit einem noch viel tödlicheren Virus einfach mal so lächelnd zur Kenntnis. Naja, wird der schon nicht so wild sein. Aber ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um das Thema mal wieder aufzugreifen. Denn ja, Fauci, der Anthony Fauci, Sie erinnern sich, es war noch das Gesicht der Corona-Zeit, ne, in den USA zumindest, auch bei uns neben Drosten auch immer ganz präsent. Fauci war so das Gesicht des Ganzen und der hat uns immer erklärt, was mit dem Virus auf sich hat und was es nicht auf sich hat, was ist, was nicht ist, wie wir uns zu verhalten haben, was gemacht werden soll, wie geimpft werden muss und so weiter. Und ja, um den ist es ein bisschen ruhiger geworden, zumindest bei uns in den Medien. Sorry, da wollte ich noch nicht hin, sondern in den Amerikanern. In amerikanischen Medien war das durchaus anders. Dort hat man mehr darüber berichtet und jetzt hat, ich habe ja immer mal die Übersetzung mit reingebracht, Zero Hedge berichtet darüber. Jetzt hat er in einer ausführlichen Anhörung hinter den verschlossenen Türen unter Eid ausgesagt. Ja, da muss über 100 Mal, muss er sich eben nicht erinnert haben. Na, das können wir ja aus Deutschland auch, dass man sich da gern mal Dinge vergisst. Und da soll er auf alle möglichen Fragen geantwortet haben. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Nun, während der Corona-Zeit konnte er sich an ganz vieles erinnern. Und zwar ging es hier speziell jetzt in dieser Umfrage oder dieser Anfrage, in diesem Hearing darum, ja, was es denn mit diesem Gain of Function Forschung in Wuhan, China zu tun hat. Also es geht jetzt gar nicht mehr darum, ob dieses Virus aus dem Labor in China entkommen ist oder dort stammt. Davon gehen inzwischen eigentlich alle aus. Das ist inzwischen gesetzt. Jetzt geht es darum, diese Forschung in diesem Labor in China, wo dieses Virus dann auch entstanden ist und wohl auch entkommen ist, nach allem, was man jetzt weiß. Ja, und wie auch immer es da rausgekommen ist, dass diese Forschungen von amerikanischen Quellen, von amerikanischen Staatsgeldern, also Steuergeldern, zumindest teilfinanziert wurden. Jetzt ist es natürlich ganz interessant, weil dann ist ja auch plötzlich klar, warum weder die Chinesen noch die Amerikaner ein wirkliches Interesse daran haben, zu erklären, wo das Virus denn wirklich herkommt und wie es dazu kam. Aber wie gesagt, die Nummer war schon so groß, da konnte man gar nicht mehr so drumherum. Und ein gewisser Senator Rand Paul, der hat sich da dermaßen rein verbissen, dass das eben doch eine gewisse Aufarbeitung erfuhr, zumindest mal passiert da was, aber in den Medien, wie gesagt, ist das nur ein Randthema. Warum auch, ist ja nicht wichtig, ne? Da ist das Dschungelcamp doch viel wichtiger. Also, wir gucken trotzdem mal drauf und sehen dabei, dass also diese Gain-of-Function-Forschung, da heißt, das ist, darum geht es im Wesentlichen um, dass ein Virus eine zusätzliche Qualifikation bekommt. Also ein Virus, das ohnehin schon schlimm ist, das wird nochmal verbessert, damit es noch schneller und noch besser auf den Menschen zugreifen kann und noch gefährlicher wird, sich besser im Menschen verbreiten kann. Das nennt man Gain of Function, also man bringt diesem ohnehin schon blöden Virus noch mehr Funktionen bei, damit es noch effizienter ist. Na, das finden wir jetzt gar nicht so toll. Jetzt mag man natürlich sagen, na ja, das machen die ja natürlich nur, damit sie dem Virus voraus sind. Also sie machen das, was die Natur vielleicht später irgendwann mal möglich möglicherweise von ganz alleine tun könnte, machen wir hier schon mal, damit wir darauf vorbereitet sind, weil es die Natur es macht.
Ja, das würde aber, natürlich würden wir das nie irgendwie als Waffe einsetzen. Wir würden nie eine biologische Waffe draus machen. Wir würden auch niemals, das kann auch unmöglich aus dem Labor entkommen. Also wir spielen Frankenstein und ja, da wird schon nichts passieren. Müssen sich keine Sorgen machen. Das ist so ungefähr das, was da passiert. Und ja, und der Eid, wie gesagt, hat jetzt der Fauci ausgesagt. Und er erinnert sich nicht mehr. Gucken wir mal da ein bisschen weiter. Laut der Abgeordneten, die es hier ausgesagt hat, was dieser Fauci da jetzt nur unter Eid ausgesagt hat, die sagt, es wird jetzt, man versucht bei diesem Anhörung herauszufinden, inwiefern die US-Finanzierung dieser Forschung in Wuhan direkt zur Entwicklung von Covid-19 beigetragen hat. Und tja, jetzt geht es darum, also die diskutieren jetzt schon gar nicht mehr darum, ob dieses Virus daher stammt und ob die US-Regierung dort finanziert hat. Das haben die, das wissen die, das ist gar nicht mehr die Diskussion. Die Diskussion geht jetzt nur um, ob das, was dort geforscht wurde in Wuhan, ob man das Gain of Function nennen kann oder vielleicht, nee, eigentlich ist es das doch gar nicht. Also Fauci versucht jetzt alles in diesen Anhörungen, die Definition, was denn so ein Gain of Function eigentlich ist, zu verändern, sodass man nicht mehr sagen kann, das war Gain of Function. Also ihr habt da den Virus gefährlicher gemacht. Er sagt, ja, haben wir, aber eigentlich nicht wirklich. Eigentlich wollten wir das gar nicht. Also wenn man später tiefer in die Sachen reinsteigt, dann kommt man drauf, dass die Argumentation dahin geht. Ja, wir haben das Virus gefährlicher gemacht, aber das wollten wir eigentlich gar nicht. Das war nur so ein Nebeneffekt. Und deshalb war das ja auch gar keine Gain-of-Function-Forschung, die wir da gemacht haben. Und damit vollkommen legal. Naja, das ist noch nicht so ganz raus, ob das ganz legal war oder nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es geht nur noch darum, um diese Definition tatsächlich. Das Virus wurde wohl in Wuhan entwickelt, ist dort wohl auch entkommen. Und nochmal hier, Teil der privaten Sitzung befasst sich damit, wie Dr. Fauci den Funktionsgewinn definiert, der vielen Wissenschaftlern als eine Verbesserung der Pathogenese oder Übertragbarkeit eines Virus bekannt ist. Dr. Fauci hat behauptet, dass seine Behörde keine Gain-of-Function-Forschung in China finanziert hat, obwohl ein Bericht der US National Institutes of Health, NIH, also die Cheforganisation von Fauci, dessen Vorgesetzter, zu denen auch das NIAID, das ist die Unterabteilung, bei der Fauci der Chef war, gehört, zu dem Schluss kam, dass von ihnen finanzierte Experiment zur Schaffung eines Fledermaus-Coronavirus führte, das Mäuse kranker machte als zuvor, berichtet die Epoch Times. Also die sagen, ja klar, haben wir gemacht, aber Fauci sagt, nee, haben wir nicht gemacht. Gucken wir nochmal auf dieses National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dessen Vorsitzender, also Direktor, bis 2023, letztes Jahr in Ruhestand gegangen, der Anthony Fauci war. Und die sind, wie gesagt, eine Unterabteilung des NIHs, National Institutes of Health. Und ein Schwerpunkt der Forschung ist die Impfstoffforschung und Trommelwirbel und sie sind auch für die Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Biowaffen zuständig. Also, um gegen die Bedrohung von Biowaffen zuständig zu sein, muss man ja auch welche erforschen, muss man sie auch in Händen haben, muss man ja auch mit ihnen umgehen. Ja, dass an Biowaffen schon lange geforscht wird, dass es schon lange in den Arsenalen der großen Regierung gibt, das ist klar und bekannt. Und ja, da ist eben, wie gesagt, diese NIH-ID vorne mit dabei, Anthony Fauci. Die geben Geld aus in Wuhan. Warum zahlen die Geld in Wuhan? Na, warum machen die Forschung in Wuhan nicht in Amerika? In dem einzigen Höchstsicherheitslabor, das die Chinesen haben. Weil dort Forschungen in den USA seit geraumer Zeit verboten sind, die sowas, die Gain of Function ermöglichen. Aber in China nicht. Und deshalb hat man, weil dort die Forschungsmöglichkeiten besser sind, hat man dann Forschung nach China in chinesische Labors ausgelagert, mit amerikanischen Steuergeldern finanziert, weil man es in Amerika nicht hätte machen dürfen und können. Und das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, ne? Ja, und Epoch Times berichtet weiter. Ich habe da immer mal die deutsche Übersetzung mit dabei. Neu freigegebene Dokumente zeigen, dass die NIH Gain-of-Function-Forschung in China finanziert hat, Experten. Die US National Institute of Health finanzierten Forschung in China, die eine stärkere Form eines Fledermaus-Coronavirus hervorbrachten, wie aus neu veröffentlichten Dokumenten hervorgeht. Wie gesagt, das, was ich eben schon ein bisschen ausgeführt habe. Die fragliche Forschung wurde durch Millionen von Dollar an Zuschüssen des National Institutes of Health an die EcoHealth Alliance, das ist eine sogenannte gemeinnützige Organisation, ne? Also dass man dann immer so ein bisschen einen Weg hat. Wir waren es nicht, waren ja die, wir haben denen ja nur Geld gegeben.
die dann Geld an das Labor in Wuhan weiterleitete. Und bei der Überprüfung der Unterabteilung, ja, da gab es dann wohl irgendwie Probleme, da hat dann die Kontrolle nicht richtig funktioniert und deshalb ist es da irgendwie nicht aufgefallen, dass die da so ein gefährliches Virus entwickelt haben. Sonst hätten wir das natürlich gestoppt, das hätten wir ja gar nicht anders. Ne? Ist ja klar. Also hier ist es auch übrigens in der Übersetzung, auch hier die Übersetzung beigebracht vom US Department of Health and Human Services, also der Regierungsbehörde, die National Institutes of Health und die EcoHealth Alliance haben Auszeichnungen und Unteraufträge nicht wirksam überwacht, was zu verpassten Gelegenheiten zur Überwachung der Forschung und anderen Mängeln führte. Also Sie können das gerne mal im Original nachlesen, wenn Sie möchten. Wir verlinken Amazon die paar Sachen mal durch. Und da steht hier, also nochmal, das ist die offiziellen, aus der offiziellen Seite des US Department of Health, ist das hier dieser Auszug. Wir erhielten eine Liste aller National Institutes of Health Zuwendungen an die EcoHealth und alle von EcoHealth in den Bundesfinanzjahren vergebenen Unteraufträge. Unsere Prüfung bezog sich auf drei NIH-Zuwendungen an EcoHealth, bam, 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 einschließlich 1,8 Milliarden Millionen, nicht mehr, Millionen US-Dollar an Unterzuwendungen von EcoHealth, darunter das Wuhan Institute of Virologie. So, und trotz der Identifizierung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit der im Rahmen der Zuschüsse durchgeführten Forschung stellten wir fest, dass die Behörde die Einhaltung einiger Anforderungen durch die EcoHealth nicht wirksam überwachte und nicht rechtzeitig Maßnahmen ergriff. Also, was ich eben sagte, ne? Also, wir haben denen Geld gegeben, die haben denen Geld gegeben und die denen, aber da war die Auflage mit verbunden, dass die das nicht machen dürfen, was sie gemacht haben. Und dann haben die da unter uns, die unter uns, die unter uns, das aber nicht ordentlich überprüft. Und deshalb haben die Dinge gemacht, die sie nicht hätten machen dürfen. Und naja, das war dann eben nicht so ganz gut gelaufen. Das ist so ungefähr die Aussage, die wir hier haben. Fauci, ich erinnere mich nicht. Vergessliches Fauci-Gedächtnis, er sagt 100 Mal während der Befragung, ja, über die von ihm finanzierten Gain-of-Function-Forschung in Wuhan. So, das hatten wir. Dazu kommt auch noch so Kleinigkeiten, die aus den Dingern hervorgehen. Ne? Da geht es um die Frage dieser Geschichte. Abstand halten. Sie erinnern sich, 2 Meter Abstand halten, eine Armlänge Abstand halten, 2 Meter Abstand halten, ne? 6 Fuß. Das war so Trust the Science. Das ist die Wissenschaft, das sagen die Wissenschaftler und denen müsst ihr glauben. Trust the Science. 2 Meter Abstand, sonst werdet ihr alle sterben. Ja, ihr sagt Fauci in den Anhörungen. Naja. Laut Fauci beruhen die Empfehlungen in Schulen, Unternehmen, an anderen Orten, einen Abstand von 6 Fuß einzuhalten, nicht auf Daten. Es war einfach da. Wir haben das einfach, irgendwann hat sich das mal verselbstständigt, aber eigentlich haben wir da gar keine Grundlage für gehabt, die diese 2 Meter Abstand rechtfertigen. Aber das war einfach da, sagt Fauci. Trust the science, meine Damen und Herren. Vertrauen Sie der Wissenschaft und wir zweifeln Sie es nicht an. Das ist Verschwörungstheorie. Ne? Ich denke, Sie blind vertrauen. Also, tja, der ehemalige Chef von Dr. Fauci. Der hat inzwischen gesagt, also das ist jetzt der Chef dieses National Institutes of Health, also der übergeordneten Organisation, ne? Das Covid-19 könnte wohl doch aus einem chinesischen Labor stammen, sagt Dr. Fauci's ehemaliger Chef. Covid-19 stamme möglicherweise doch aus einem Labor in China, sagt ein ehemaliger Direktor des NIH in einer Zeugenaussage hinter verschlossenen Türen. Dr. Francis Collins, bis Ende 21 Direktor des NIH, das solltest du ja wissen, ne, sagte, die Theorie, dass Covid-19 aus einem Labor in Wuhan sei keine Verschwörungstheorie. Interessant, ne? Dr. Collins, der noch immer der wissenschaftliche Berater von Präsident Biden ist, war nur 2009 bis 2021 Direktor dieses NIH, der für den ganzen Krempel zuständig ist. Er war der Vorgesetzte von Anthony Fauci, der die Pandemiebekämpfung in den USA mitgestaltet hat. Also man hat eigentlich ja den Bock zum Gärtner gemacht, ne? Man hat denjenigen, der für den ganzen Krempel verantwortlich ist, dann mit der Lösung des Problems betraut, dass der nur so ein begrenztes Interesse daran hat, dass die ganze Nummer offen was da wirklich geht, das ist durchaus im Rahmen des Denkbaren. Der 83-jährige Fauci, der die Regierung 2022 verließ, sagte den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses in einer kürzlich stattgefundenen Anhörung, dass die Hypothese des Laborlecks keine Verschwörungstheorie sei. Also alle sagen jetzt, nee, nee, das mit dem Labor, das stimmt schon. Das war schon so. Das können wir nicht mehr leugnen, so richtig.
Ja, das haben wir auch gesagt, ne? Allerdings hat CashGurus das schon am 27. Januar 2020 gesagt, nämlich noch bevor dieser ganze Kram hier richtig losging, haben wir hier auch darauf hingewiesen, dieses Labor. In der Nähe des Ausbruchsorts befindet sich ein Forschungslabor für die gefährlichsten Viren. In dem Videobeitrag habe ich da ausführlich darauf hingewiesen. Am gleichen Tag hat Roman Bautschus ausführlich die Dinge zusammengestellt. Wir haben auf den Ursache, auf die Hintergründe, wo das Virus mal ursprünglich herkam und so weiter und so weiter, bereits im Januar 2020 hingewiesen. Damals waren wir natürlich wieder böse Verschwörungstheoretiker. Wie heißt es so schön neuerdings? Die Verschwörungstheorie von heute ist das Allgemeinwissen von morgen. Ne? Also, das war durchaus erkennbar, aber natürlich, klar, böse Verschwörungstheorie war das. Ne? Jetzt haben wir eben gerade gehört von Fauci und seinem Chef, dass es keine Verschwörungstheorie ist, aber das Land, die Landespolitik, Landesamt für Landesbüro für politische Bildung Baden-Württemberg, das also über Verschwörungstheorien aufklärt, da ist auch heute noch zu finden, ne? Dass in Krisenzeiten haben Verschwörungstheoretiker Hochkonjunktur, wie bösen. Während der Pandemie bekamen Anhänger von Verschwörungsmythen viel Aufmerksamkeit. Verharmlosung der Corona-Krise in den sozialen Medien, Grundlage für wütende Kommentare gegen die etablierte Wissenschaft und das politische System. Trust the science. Wer würde Fauci doch nie was Falsches sagen? Den kannst du blind vertrauen. Und der Politik erst recht. Ne? Und wieder steckt hinter der Wissenschaft und dem Handeln der Politik eine dunkle Macht, die im Geheimen Böses tue. Ja, hat sie. Wahlweise stammt demnach das Virus aus einem Labor in Wuhan oder in den USA. Sowohl als auch, ja. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Es sagen jetzt auch die, die mit beteiligt waren. Das Bundesamt für politische Bildung hat das immer noch als Verschwörungstheorie dabei. Die haben es noch nicht gefunden. Naja, vielleicht ist es ja auch, man will sich gar nicht mehr mit beschäftigen. Ja? Haben wir das mal gesagt? Ja, haben wir nicht gesagt. Nee, das waren wir nicht. Das haben wir nicht. Nee. Oder Rheinische Post, ne? Wir entlarven Humboldt. Wurde das Virus im Labor gezüchtet als Biowaffe? Sie hält sich hartnäckig. Die Verschwörungstheorie, nach der das Coronavirus absichtlich im Labor erzeugt wurde, völliger Unfug. Ja. Was ist an der Geschichte überhaupt dran? Oft wird das zusätzlich in Verbindung mit Biowaffen gebracht, ja niemals. Rheinische Post. Kurz darauf titelte die Washington Times ebenfalls ein Boulevardblatt, also die Frage war dann, wo kommt dieser Humbug her? Coronavirus könnte mit Verbindung zu Chinas Biowaffenprogramm im Labor entstanden sein. Obwohl diese These bereits 3 Tage später in der Washington Post, einer seriösen US-Tageszeitung, als Verschwörungstheorie entlarvt wurde, hält sie sich bis heute. Meine Damen und Herren, es tut schon wirklich fast körperlich weh, wenn man diese Artikel von damals heute liest. Man muss dazu eins ganz ehrlich sagen, bei allem Humor und bei aller Satire, die ich da gerne mit reinbringe. Die Journalisten, die das damals geschrieben haben, waren natürlich der vollen Überzeugung, dass das so ist, wie sie schreiben. Die haben dem Fauci geglaubt, die haben der Regierung geglaubt, die haben der Wissenschaft geglaubt und haben aber daraus, aus dieser Überzeugung, wir wissen, was richtig ist, den Fehler gemacht, nicht zu, in Frage zu stellen, dass man selbst vielleicht falsch liegen könnte. Andere angegriffen, andere diffamiert, andere Meinungen unterdrückt und zerstört und damit eigentlich einen großen Schaden angerichtet. Und warum bringe ich das jetzt heute nochmal? Gar nicht mal, um die vorzuführen. Klar, ist lustig und man sollte es auch nicht vergessen. Warum? Weil man eine Lehre daraus ziehen sollte. Und zwar gilt das für alle Journalisten, das gilt für uns selbst auch, da wo wir falsch lagen, die wir andere Sichtweisen haben. Immer für möglich halten, dass man mit seiner eigenen Sicht falsch liegt. Dass man auch anderen nicht blind glauben kann, auch wenn es ein Wissenschaftler ist oder sonst wer, dass möglicherweise doch tatsächlich was anderes hinten dran steckt. Also, dass man die Möglichkeit, dass es ein zweites Sicht gibt, zumindest mal nicht kategorisch ausschließt. Vielleicht können wir das daraus lernen, aus dem, was da passiert ist und was wir hier beobachten können. Wie gesagt, jeder tut das, was er tut, aus der Überzeugung, dass es richtig ist. Diese Journalisten haben es ja nicht geschrieben, weil sie was Böses machen wollten, sondern weil sie absolut sicher waren, dass das so ist. Aber wie gesagt, diese Selbstsicherheit, diese absolute Sicherheit, die muss man für sich selbst in Frage stellen. Das ist die Lehre daraus. Auch die Süddeutsche Zeitung, ne? Forscher geißeln Gerüchte um neues Coronavirus, die Verbreitung von Falschinformationen erschwert die Bekämpfung der Pandemie und die internationale Zusammenarbeit. Zuletzt war das Gerücht verbreitet worden, das Coronavirus habe keinen natürlichen Ursprung, sondern stamme aus einem Labor. Ein Gerücht, eine Verschwörungstheorie, die super gefährlich ist, die man verbieten müsste.
So, Süddeutsche Zeitung, ne, denen glaubt man, wenn es in der Süddeutschen steht, dann muss es doch richtig stehen. Und ja, Millionen Bürger lesen das und die selbst sich nicht groß weiter informieren und sagen, naja, wenn es die Süddeutsche schreibt, wenn sie die Tageszeitung, die Rheinische Post schreibt, ja, wenn denen, ich will solchen dann glauben, und nur die beziehen sich auf die Wissenschaft, dann ist doch klar, dass dann Millionen Menschen sagen, ja, das ist die Wahrheit. So, und dann ihrerseits überzeugt sie uns alle anderen natürlich verrückte Spinner sind, die was anderes behaupten. Auch hier nochmal, nicht als Journalisten, auch wir als Bürger immer wieder in Frage stellen, dass unsere eigene Meinung nicht zwingend richtig sein muss, auch wenn man noch so überzeugt zu sein scheint und zu sein glaubt, immer sich selbst zwingen, die andere Variante als Möglichkeit zumindest zuzulassen. Das ist die ehrliche Erkenntnis daraus. Ich habe beide die Süddeutsche Zeitung zitiert. In sozialen Netzwerken war etwa die Verschwörungstheorie aufgekommen, dass der Erreger der neuartigen Lungenkrankheit im Wuhaner Institut für Virologie erzeugt worden sei. Inzwischen wissen wir, ja, wurde sie. In ihrem Statement weisen Wissenschaftler oder Christian Drosten, da kommt er wieder, vom Institut für Infektionsforschung, derartige Berichte zurück. Die Forscher betonen, dass Analysen übereinstimmend auf einen Ursprung im Tierreich hindeuten. Inzwischen wissen wir, dass Fauci alles getan hat, um die Wissenschaftler in den USA, die was anderes behauptet haben, mundtot zu machen, Gelder zu bezahlen an Wissenschaftler bzw. Forschungsgelder zu vergeben an Wissenschaftler, die sich bereit erklärt haben, diese Labortheorie zu unterdrücken und sich ausschließlich auf die zoologische Genese zu beschränken. Also von wegen, da ist nichts von Trust to Science, das ist eine Riesensauerei, die in der Science passiert ist. Also man kann auch da, was ist sich Wissenschaft? Wissenschaft ist der Diskurs, ist Diskussion verschiedener Themen, nicht die Unterdrückung einer unliebsamen Sichtweise. Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien scharf zu verurteilen, die andeuten, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung habe. Verschwörungstheorien erzeugten nur Angst und so weiter und so weiter. Christian Drosten mit dabei. Tja, genau dieser Christian Drosten sagt dann 2022, gefährliche Experimente in Wuhan. Dass das Coronavirus aus dem chinesischen Labor stammen könnte, bezeichnete Christian Drosten noch als Verschwörungstheorie. Jetzt räumt der Berliner Virologe ein, es wurden in Wuhan durchaus Sachen gemacht, die man als gefährlich bezeichnen könnte. Trust the science. Und damit wir das noch ganz auf die Spitze treiben, selbst das FBI, der FBI-Chef Christopher Wray hält Leck in chinesischem Labor für sehr wahrscheinlich. Also ich glaube, das Thema, dass das eine Verschwörungstheorie ist, können wir abhaken, ja? Und vielleicht können wir daraus lernen, uns nicht ganz so sicher zu sein, egal von was wir überzeugt sind. Aber es geht noch weiter. Jetzt versucht man sich rauszureden, also jetzt auch medial, ne? Nee, wir konnten ja gar nichts dafür. Also der Begriff Verschwörungstheorie wurde ja nicht von den Medien in die Welt gesetzt, sondern von Wissenschaftlern. Wir haben das ja nur übernommen. Sie führten die ganze Welt in die Irre. Ja, aber Trust the Science, ne? Das heißt ja heute noch, wenn der Wissenschaftler sagt, Trust the Science, darfst du nicht in Frage stellen. Doch, da haben sie, ja, hat die Wissenschaft hat die Menschen in die Irre geführt. Und tja, aber jetzt soll man sie ihnen trotzdem wieder glauben, ne? Verschiedene E-Mails, die kürzlich in den USA offengelegt wurden, werfen ein neues Licht auf die Debatte. Der Hamburger Physikprofessor ist überzeugt, dass das Rätsel mit der Freigabe von weiteren Dokumenten gelöst werden könnte. Tja, und jetzt sehen wir auch, wie eine ehemals Fake News, eine gefährliche Verbreitung von Falschnachrichten, eine Verschwörungstheorie, von denen vollkommen klar war, dass es eine Verschwörungstheorie ist, nämlich eine Labortheorie, die hätte man verbieten, unterdrücken müssen, wenn es damals schon möglich gewesen wäre. Man hat sie unterdrückt, wo es möglich war. Aber da möchten wir noch härter gegen vorgehen. Die EU fordert ganz aktuell weitere härteres Vorgehen von Plattformen gegen Desinformation. Also Falschinformationen, Fake News sollen künftig noch aggressiver unterdrückt werden, weil man weiß ja genau, was Fake News sind. Weil wenn es die Wissenschaft sagt und die Politik es sagt, dann ist es ja richtig. Wir sehen, wo das hinführt, ne? Wo wird denn künftig noch überall eine Meldung, eine Diskussionsgrundlage unterdrückt, weil die ist ja ganz sicher falsch. Und dann stellt sich Jahre später raus, nee, nee, die war doch richtig. Tja, und dann kommen wir wieder zurück auf diese Meldung von ganz am Anfang. Da, wo diese ganze Scheiße losgegangen ist, experimentieren die jetzt wieder mit einer noch tödlicheren Corona-Variante. Und was hören wir dazu? Nichts. Wir hören da weder von der Politik was, noch von den NGOs, noch von ja, den ganzen Gruppierungen, die gerne so gern demonstrieren. Und dass es dabei nicht eben um medizinische Forschung geht, sondern durchaus das Ganze im Zusammenhang mit Biowaffen zu sehen ist. Ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie dazu, ne? Dass das nicht nur dem Guten dient, sondern dass da auch durchaus das Militär mit bei ist.
dass das Ganze sehr wohl sehr engen Bezug zum Biowaffensystem hat. Dazu hat Robert F. Kennedy ein Buch geschrieben, The Wuhan Cover-Up. Das ist das alles, was wir hier immer beschrieben, im Detail mit viel, viel weiteren Details beschreibt. The Terrifying Bioweapons Arms Race. Also, wie er das Ganze zusammenbringt mit mit der Forschung an Biowaffen, die längst in Arsenalen lagern und an denen immer härtere erprobt werden. Und es ist eine Frage der Zeit, bis sie zufällig aus Versehen durch einen terroristischen Akt freigesetzt werden oder in einem Krieg eingesetzt werden. Aber es sind Dinge, die den Horror auf die Welt bringen, in einer Art und Weise, wie wir es uns vielleicht nach Covid ansatzweise vorstellen können, was da noch möglich ist. Was hören wir? Nichts. Keine Proteste, keine Diskussionen. Wir nehmen es einfach hin. Das ist, existiert nicht. Wir denken über das Dschungelcamp nach. Wir diskutieren über die Bauernproteste, über die Streiks der LKWs, natürlich über den Klimawandel. Ja. Fridays for Future. Ja. How dare you? Das Klima erwärmt sich. Wir werden alle sterben. Wo sind denn die Demonstrationen der besorgten Menschen über das Thema Biowaffen? Darüber, dass uns gerade ein Virus das Leben auf dieser Welt vollkommen in die Katastrophe, ins Chaos gestürzt hat in den letzten Jahren, alles verändert hat und die nächsten Waffen schon in der Entwicklung sind. Wir sehen keine Demonstrationen, wir sehen keine Kreta, die dagegen demonstriert, wir sehen keine Jugend, die sagt, wait mal, hey Leute, Klimaerwärmung ist schlimm, aber was er hier macht, das kann uns von jetzt auf gleich mal komplett alle ausrotten und nicht irgendwie auf längere Jahrzehnte oder Jahrhunderte, sondern jetzt direkt innerhalb von wenigen Monaten. Würdet ihr das bitte lassen? Könnten wir darüber mal reden? Nee, ist ja gar nicht drüber reden. Weil tja, dafür gibt es irgendwie kein Interesse von Regierungsseite, dafür gibt es kein Interesse von NGOs. Ja, die sind ja an diesem Teil oftmals beteiligt, wie wir vorhin gesehen haben, ne? Die dann da aktiv sind. Da gibt es kein Interesse offenkundig von der Bill und Melinda Gates Stiftung und all denen, die sich so für die Welt einsetzen, aber zum Thema Biowaffen haben die irgendwie keine negative Meinung. Ne? Zumindest hört man davon nichts. Ich denke, das wäre doch etwas, was durchaus eine Stimme wert wäre. In diesem Sinne, vielleicht alle mal drüber nachdenken. Ad 1, bin ich mir wirklich über alles so sicher? Und was sind die wirklich entscheidenden Dinge, über die wir uns aufregen sollten oder über die wir uns vielleicht mal gemeinschaftlich eine Meinung bilden sollten, um nach oben zu sagen, Freunde, finden wir nicht ganz so toll. Nur mal so als Anregung. In diesem Sinne, allen einen schönen Tag.